In der Apotheke vertrauen Kunden auf echte Medikamente und keine Fälschung. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, soll der Schutz vor möglichen Arzneimittelfälschungen verbessert werden. In Deutschland testen nun Pharmafirmen, Arzneimittelgroßhandel und Apothekerschaft gemeinsam ein System, mit dem sich gefälschte Medikamente abfangen lassen, ehe sie den Patienten erreichen. Secur Pharm. Bei Secur Pharm trägt jede Packung einen quadratischen Data-Matrix-Code. Wenn der Apotheker ihn einscannt, schlägt das System Alarm, wenn mit der Packung etwas nicht stimmt. Doch wie kommt jede Packung zu ihrem Code? Dies geschieht, wenn der Hersteller sein Medikament verpackt. Hier wird für jede Packung ein neuer Code erzeugt und aufgedruckt. Tatsächlich sind keine zwei Data-Matrix-Codes gleich. Somit wird jede Arzneimittelverpackung zum Unikat. Alle vergebenen Codes werden an eine zentrale Datenbank gemeldet. Die fertig bedruckten Medikamente werden dann an den Großhandel geschickt, der sie anschließend den Apotheken liefert. Beim Scannen wird von dort aus bei der Herstellerdatenbank abgefragt, ob die Packung registriert und noch als unverkauft gemeldet ist. So tragen Mitgliedsunternehmen des BPI zur Secur Pharm bei. Bei Secur Pharm engagiert sich der BPI gemeinsam mit 6 Partnern gegen gefälschte Arzneimittel.